3. Da fahren jetzt ein Hirschchen, um uns ihr Feld zu schnappen. So. Fahren wir richtig? Ja, und dann noch die Hauptstraße rein. Wenn wir da oben sind, dann können wir ja direkt wieder ein paar Heilpflanzen sammeln. Das ist gut, ne? What? Ja, Hirsch. Was ist wohl ein Hirsch? Jawohl. Hab ich keine Ahnung, was ein Hirsch ist. Und das hier. Ja. Hey. Hier ist blöd oder was? Was ist das? Ja, keine Ahnung. Raketen? Ne, ich will keine Raketen. Ich brauch 2, okay. Alter, bin ich schlecht, das gibt's doch nicht. Ich bin so scheiße, das gibt's doch nicht. Oh Gott, jetzt hauen sie alle ab, ey, was ist denn das? Ja, du hast in der Wand. Ändern. So, jetzt habe ich dich aber. So, dann habe ich die 3 Waffen zu tragen. Das ist super. Und Highout. Ja, kann ein bisschen dauern. Aber nee, bevor ich jetzt irgendwie immer Medizin.
Okay. Das ist super. Immer noch nie machen. Ja, ich will mich gleich schnell reißen. Nach Amanaki zu kommen. Ich brauche mir mal wieder Munition. Okay. Dann werde ich jetzt ein paar Dings herstellen. Spritzen. Und was zum Geier ist das? Nein, kann ich auf der Karte sehen. Ein Relikt, aber wo ist das Relikt? Lol. Ja. Ich bin dann echt da gestorben. What the fuck? Naja. Ernsthaft, die ganzen Spritzen. Aber ich hab, Waffengold jetzt. Nee. Leute, wir sehen uns gleich wieder. Willkommen zurück zu Far Cry 3 jetzt. Ja, ich habe jetzt mal alles so gemacht, wie es vorher war. Und ich habe mir noch ein Scharfschützengewehr gekauft. Was haben wir hier noch? Machen wir erstmal das hier. Was sie haben gesucht. Was, wenn sie... Er trägt die Tätowierungen der Rakihat. Er wird uns helfen. Was ist denn? Mein Liebling. Mein Juwel. Wie konnte sie das nur tun? Wegen einem Jungen? Einer, lass mich reden. Hör. Meine Tochter Nadia und ein Freund sind fort. Sie wollen... sich umbringen. Oh. Sie sind jung. Närrisch. Sie denken, das Leben wird niemals besser. Also gingen sie. Bitte. Finde Nadia, bring sie zurück. Sie ist jung. Wir suchten überall. Nein, nicht überall. Wir waren nicht am Biharok. Bitte, Herr, kannst du nicht? Du wirst schneller sein. Ja, okay, machen wir das nochmal. Mach ich nochmal einen Auto, ja. Hinten frei. Dann machen wir das Auto, ne? Und ja. Somit zum Wärme ein Auto, ne? Das ist echt total gut, ja. Aber da vorne ist noch ein Auto. Wir haben noch einen zweiten Versuch. Jetzt müssen wir zu Fuß gehen. Oh Gott. Das war jetzt echt irgendwie komisch. Erstmal hier links runtergefahren ins Wasser, ja. Geht nach. Wir sind hier nie Power. Ach, okay. Ah, das sind so viele. Mama, Hilfe. Rein hier. Boah, Drecksviecher hier. Ja, Alter, wir spielen ja Missviecher. So.
Liebhaber sein. Wo ist die Frau? Verletzt? Er wollte mich töten. Er sagte, er wollte mit mir fliehen. Aber als wir hier ankamen, redete er nur noch vom gemeinsamen Sterben. Meinte, dann wären wir immer zusammen. Er wollte mich erschießen. Wie bist du hier hochgekommen? Er muss die Tiere erschreckt haben, als er schoss. Sie griffen ihn an und ich kletterte. Geh nach Hause, deine Eltern machen sich Sorgen. Danke dir. Oh Gott, was ein Vollidiot. Warum bist du Julia? Ja. Arschloch. Meine Leiche schänden. Ab zur nächsten Mission. Okay, scheiß drauf. Zu Fuß sind wir besser. Aber bevor wir die Mission angehen, mache ich den Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich schneide die ein bisschen zusammen. Und tschüssi. Und willkommen zurück zu Far Cry 3. Jetzt sprechen wir mit dem guten Dennis. Was ist passiert, mein Freund? Was ist passiert? Vaas plant, unser Dorf anzugreifen. Während wir hier sprechen, sammelt er seine Leute. Meine Freunde haben auch Ärger. Was hast du herausgefunden? Sie wurden an einen Ort namens PC gebracht. Vaas will Lösegeld und sie dann trotzdem verkaufen. Dann ist es gut. Du hast Zeit. Jason, bitte, kämpfe für uns. Die Rakyat werden umgebracht. Wenn du die Waffen sabotierst, ist Vaas geschwächt und leichter zu töten. Ich mach's. Ich wusste, dass wir auf dich zählen können. Die Piraten lagern ihre Waffen in dem Holzfällercamp im Dschungel. Zuerst den Alarm ausschalten, okay? Wenn der losgeht, sichern sie den Schuppen mit den Waffen. Klau den Sprengstoff. Und dann vernichte die Waffen. Verstanden? Und vernichten? Okay. Wir können die wiederholen. Okay. Dann machen wir mal los. Vom fahrbaren Untersatz. Ist hier einer? Nee, muss ich zu Fuß gehen oder was? Da ist geschält. Jetzt geht's weiter, aber ich muss mal eben kurz wieder eine Option. Nehme ich überhaupt auf? Ja. Müsst ihr immer jetzt sehen, was ich alles habe. Ja. Mache ich jetzt einmal eine Aufnahme. So. Weiter geht's. Ich könnte einen Wagen gebrauchen, Leute. Warum zum Geld ist das anders aus? Alles gut oder nicht? Heimelt? Ja. Ultra. Anwenden. Okay. Habe ich irgendeinen Knopf gedrückt oder was?